Also ich habe ja gestern was ganz Schlimmes gesehen und das hat mich total getriggert und jetzt habe ich, bin ich, dann bin ich, habe ich ein Video aufgenommen, dass ich da total wegrannte. Und ich komme rüber wie der letzte elitäre Wichser und ich muss sagen, so ist es auch. Ich bin ein richtig elitärer Wichser, was das angeht. Und das ist vergleichbar mit, wenn so Metal-Fans, was mich zum Beispiel auch nicht unbedingt stört, die voll ausrasten, wenn die Kardashians oder andere Promis jetzt Metal-T-Shirts tragen. Das ist dann einfach. Da kotzen die ab, das können die nicht ab. Und so geht's mir in dem Video. Und jetzt habe ich das Video aufgenommen. Ich hatte lange überlegt, ob ich es jetzt wirklich uploade oder so. Aber ja, es ist auch eine persönliche Note, die kann man ruhig mal auf einem Meinungskanal so bringen, würde ich sagen. Und jetzt wisst ihr auch Bescheid. Ich meine, der Typ, den ich da kritisiere, der hat 30.000 Abos, den wird das eh nicht kratzen. Von daher spielt es keine Rolle. Ciao. Ich habe ja den Tag das Video über das chinesische Zumal gemacht und das war ein Riesenfehler, weil ich das nur gemacht habe, weil ich aus Versehen den Fehler gemacht habe, auf dieses Video überhaupt drauf zu klicken. Weil jetzt wurde mir ein anderes Video angeboten und ich habe den Fehler gemacht, da drauf zu klicken. Ich muss auf jeden Fall den Kanal wegblocken. Ich will das nicht sehen. Das Video, was ich gesehen habe, von dem Kanal Entropie Wissenschaft schnell erklärt. Das ist alles, aber es hat nichts mit Wissenschaft zu tun und es wird auch nichts irgendwie schnell erklärt in dem Video. In dem Video wird gar nichts erklärt. Und ich habe den Eindruck, genau darum geht es bei dem Kanal. Um das mal nochmal anders auszudrücken, alternativ. Dieser Kanal lebt von dem sogenannten Big Bang Theory Effekt, so nenne ich das. Damals, als die Scheiße mit Big Bang Theory losging und die Serie ist furchtbar. Da ging das auf einmal los, dass sozusagen das Popkultur wurde, dass irgendwie was mit Gleichung zu tun hat und Mathe irgendwie strebermäßig und eine Brille tragen, dass das irgendwie in wurde. Und ja, Teil der Popkultur und Mainstream ist. Und das ist dann Kasualisierung und dann hat das natürlich mit Entfremdung zu tun und dann hat das natürlich nichts mehr mit Physik oder Geeks oder Nerds zu tun, sondern nur noch mit einem Sales-Pitch, mit irgendeinem Typen, der ein T-Shirt anhat, wo irgendein Mathe-Witz draufsteht mit einem Pi. So ein Scheiß. Das ist sozusagen der Shit. Und dieser Typ, jetzt ohne Scheiß, der, wenn ich schon die Stimme höre von diesem Videotypen, die muss irgendwie super krass bearbeitet sein, weil so redet keiner. So eine Stimme hat keiner, das ist widerlich. Und ja, das Video, es geht um die 10 schönsten Gleichungen. Und ja, richtige, echte Nerds, die meisten zumindest, finden, dass Gleichungen eine gewisse Ästhetik hat, haben. Und mit mir. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe mir die Euler-Lagrange-Gleichung mit dem Hamilton-Prinzip auf meinen Arm tätowiert, weil ich so ein bekacktes Opfer bin. Und da hinten habe ich mir ein Schild gebaut, wo dieselbe Verallgemeinerung für Felder nochmal steht. Ich bin der verdammte Nerd, das ist klar. Und meine Katze heißt Emmy, nach Emmy Noether. So, mehr braucht man gar nicht sagen. Und der Typ, ich weiß gar nicht, ich habe langsam den Eindruck, der ist gar kein Physiker. Der, was der labert, das ist unglaublich. Also, was er auf jeden Fall nicht macht. Und das ist ja genau der Witz, ne? Er erklärt gar nichts. Er versucht es nicht mal. Und da, wo er es vielleicht ansatzweise versucht, und das ist eigentlich nur ein schlechter Witz, da klappt es natürlich auch nicht. Es geht nicht darum, irgendwas zu erklären und erst recht nicht Wissenschaft schnell zu erklären. Erstmal ist Wissenschaft nicht, was man schnell erklären kann. Und zweitens ist es auch nicht, was man mal eben in einem YouTube-Video über eine Stunde erklären kann. Wenn man da kein Grundgerüst von mathematischer Grundbildung hat, dann braucht man es gar nicht erst versuchen. Das ist einfach lächerlich. Und dieser Typ sucht sich jetzt randommäßig irgendwelche Formeln raus und behauptet, das sind jetzt mal die schönen, das sind jetzt vielleicht seiner Meinung nach die schönsten Gleichungen. Aber man merkt sofort, dass der Typ überhaupt keine Meinung zu Gleichungen hat, weil das, was der da raussucht, ist einfach nur lächerlich. Erstmal, 1 ist gleich 0,9 Periode. Und dann erklärt er es nicht. Er erklärt jetzt nicht genau, was jetzt eigentlich mal da Phase ist. Er faselt was von Unendlichkeit. Der Typ ist einfach ein Witz. Der Typ ist ein Witz, der hat wahrscheinlich noch nie was von Maßtheorie und Nullmengen gehört. Das ist ein Penner. Der hat wahrscheinlich auch nichts von Cantormengen gehört. Das ist ein Arschloch. Ein dummes Arschloch. Dieser Typ regt mich übelst auf. Dann nimmt er den Hauptsatz von der Differential- und Integralrechnung. Und den nimmt er nur deswegen. Damit die ganzen Abiturienten, die seinen Channel feiern, oh, das ist ja voll der Geek, oh, ich bin auch ein Geek, weil ich den abonniert habe. Genau diese Konsumentenopfer. Die haben das im Abitur gesehen und sagen, oh, die Formel kenne ich. Ich bin auch im Club der Nerds und Geeks.
Und danach kommt natürlich der Satz des Pythagoras irgendwann auch noch. Ich meine, lächerlich. Was ist an der Formel bitte schön? Die ist überhaupt nicht schön. Die hat keine Ästhetik. Und wenn man schon den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nimmt, dann könnte man wenigstens erklären, was an dem so schön ist. Erstmal, mich hat damals in der Schule zumindest überrascht, dass sozusagen das Integrieren die Umkehrung vom Ableiten ist. Dass das irgendwie dass das sozusagen die inversen Operationen sind. Das war mir am Anfang nicht klar. Das war nicht intuitiv. Das war für mich so, oh krass, stimmt, das ist ja die Umkehrung davon. Ich meine, jetzt klar, wenn man darüber nachdenkt, wenn man von der Funktion nur die Ableitung kennt und einen Punkt, wo sie beginnt, dann kann man sozusagen durch Aufsummieren das zurückverfolgen, ne? Und dann, ja, klar, durch das Integrieren kommt man dann auf die Stammfunktion. Klar, jetzt ist mir das auch logisch, klar. Aber wenn man schon das Ding nimmt mit dem Hauptsatz, dann könnte man auch erwähnen, dass es irgendwie ein Sonderfall von einer partiellen Integration ist, was im Wesentlichen Produktregel ist. Beziehungsweise, wenn man ein richtiger Nerd ist, könnte man sagen, das ist der Integralsatz von Gauß. Und wenn man ein richtiger Mathematiker wäre, dann würde man wahrscheinlich sogar sagen, das ist der Satz von Stokes. Und ja, der Scheiß mit dem Hauptsatz kommt halt raus für eine Dimension. Das ist der Scheiß für die Geeks und Nerds. Und das wissen die auch alle. Aber der Penner weiß das vielleicht gar nicht. Und dann nimmt er irgendwie die Zeitdilatation. Einfach so. Ich meine, was an der Gleichung ist nichts schön. Ich finde die richtig ugly. Wenn überhaupt was an der SRT schön ist, ist dann die Sache mit diesen hyperbolischen Funktionen und der Drehung und dass sozusagen V immer gleich C ist und das war nice, dass man das sozusagen mit Drehungen ausdrücken kann, die Minkowski-Scheiße. Aber darüber redet er natürlich auch nicht. Und dann, natürlich, dann passiert's, ja? Er schreibt die Lagrange-Gleichung hin, also das, was ich auf meinem Arm tätowiert habe. Und dann fängt er an zu faseln. Er fängt an zu faseln und labert nur Dünnes. Und da merkt man auch, dass der Typ kein Physiker sein kann, weil, also erstmal, er nennt L den Lagrange. Das kommt aus dem Englischen, da nennt man das Lagrangien. Ja? Im Deutschen würde das niemals jemand so sagen. Das ist die Lagrange-Funktion. Und ich habe langsam den Eindruck, dass der Typ so eine Art Bot ist oder so, weil, was er auch labert so, er erklärt nicht, was mit Symmetrie gemeint ist, ne? Wegen Noether-Theorem, das erklärt er gar nicht, was mit Symmetrie gemeint ist. Leute stellen sich wahrscheinlich vor, Symmetrie ist so, ich habe hier irgendwie eine Achse und dann wird das gespiegelt und dann ist das symmetrisch. Das stellen sich die Leute vor. Aber natürlich kann man damit gar nicht erklären, wie aus der Symmetrie, aus der sozusagen, aus der Invarianz der Zeittransformation sozusagen, dass da jetzt die Energieerhaltung daraus folgt. Das kann man damit gar nicht erklären, weil er sozusagen nicht mal erklärt, was jetzt überhaupt nöter ist und was mit Symmetrie gemeint ist. Und natürlich dann quatscht er von wegen, ja, und aus der Homogenität des Raums, das sage ich jetzt, folgt Impulserhaltung, aber er nennt es nicht so. Er sagt, das Momentum bleibt erhalten. Und er sagt auch nicht, die Energie wird erhalten, sondern die Energie wird gespeichert. Das würde ein Physiker niemals sagen. Solche Begriffe von Physikern nicht in den Mund nehmen. Das ist, da würde ich, wenn ich in der Schule ein Lehrer wäre und jemand würde mir das hinschreiben, da würde ich einen halben Punkt abziehen, weil das einfach mal widerlich ist. Oh, und dann, was auch interessant ist, wenn man schon Nöter macht und der Kanal heißt ja Entropie, dann könnte man auch darauf hinweisen, dass die Verallgemeinerung von Nöter sozusagen in der Quantenmechanik wichtig ist und später dann auch wichtig wird in der Kosmologie, weil man da nämlich sozusagen die Entropie von einem stationären schwarzen Loch ausrechnen kann. Und da braucht man sozusagen die Verallgemeinerung von dem Noether-Prinzip. Das könnte man wenigstens erwähnen, wenn der Kanal schon so heißt, ne? Aber es macht er nicht. Und dann habt ihr eine völlig randommäßige Gleichung rausgesucht, von der ich noch nie was gehört habe, weil sozusagen die ganze Sache mit der Teilchenphysik, das ist eine Spezialrichtung, ne? Nicht jeder Physiker, nicht jeder, der Physik studiert hat, hat die mal gesehen in seinem Leben. Die Kalan-Simancic-Gleichung. Erstmal, was soll an der Gleichung schön sein? Das wird dann natürlich nicht erklärt, was da an der jetzt irgendwie schön. Er erklärt sowieso nicht, was an Gleichung schön sein soll. Das sagt er gar nicht. Und dann bringt er natürlich auch noch den Teilchen zu. Er schreibt die Lagrange-Funktion für den Teilchen zu hin. Und ich sag euch was. Das ist mit das Ekligste, was es überhaupt gibt. Erstmal würde Sabine Hossenfelder dem Typen seinen Kanal links und rechts um die Ohren hauen, weil der Teilchenzoo ist irgendwie das, was an die letzten 30, 40 Jahre nur Scheiße produziert hat und einfach nur widerlich ist. Und abgesehen davon würde jeder normal denkende Physiker sagen, das ist barock. Das ist so wie Maxwell-Gleichungen in Materie. Das will man gar nicht machen. Das ist einfach nur ekelhaft. Das ist vielleicht was für Ingenieure, die irgendwie masochistisch veranlagt sind. Da, die stehen auf so einen Scheiß, weil das sind viele Symbole und viele kleine. Das ist aber nichts, was man mit Schönheit in der Mathematik oder so identifizieren würde.
Also, boah, und das ist so heftig. Das muss man sich wirklich mal reinziehen, dieser Kanal. Und ich werde das Video verlinken, aber wirklich nur auf eigene Gefahr, wenn ihr das aushaltet, bevor euer Kopf platzt. Ich glaube, ich muss gleich kotzen gehen oder so. Das ist so widerlich. Der Typ ist so scheiße. Alter, ist der räudig. Und natürlich lernt niemand was bei so einem Video. Das wird auch gar nicht erst versucht. Ihr müsst euch mal reinziehen, wenn er bei dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ist. Er versucht es kurz zu erklären. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass der Typ ein Bot ist, weil was er so labert, das ist so typischerweise, wenn man in der 9. Klasse damals einen Vortrag halten musste mit PowerPoint. Dann hat man bei Wikipedia oder so was gesucht, copy-pastet und das hat man vorgelesen. Und genauso kommt es mir vor mit diesem Kanal. Der Typ hat erstens keine Ahnung, wovon er redet, und dann hat er irgendwo aus irgendwelchen, hat er scheinbar irgendwo was abgeschrieben oder so. Weil so, wie er da erklärt, wie der Differential- und Integralrechnungs, wie der Satz funktioniert. Und dann gibt er mittendrin auf und sagt, habt ihr nicht verstanden? Nee, ich hab's auch nicht verstanden. Und dann macht er diesen, er bringt so sozusagen diese Kumpel-Attitüde von wegen, das ist jetzt hier aber mal wirklich für die richtigen Streber. Also, mein Kanal ist ja schon für die Streber und Geeks und so. Also, die mit den Brillen, die wo nur die Scheibengläser drin sind und mit dem Polunder, der kein richtiger ist und so. Aber das ist jetzt aber auch mal wirklich viel zu krass. Das verstehe ich auch nicht. So, jetzt kommt alle wieder in mein Boot. Fühlt euch bloß nicht offended. Ihr guckt zwar einen Kanal, der euch angeblich zu Nerds macht, aber mal ernst jetzt unter uns. Wir sind natürlich alle keine Nerds. So ist sozusagen dieser Konsens von diesem Kanal. Der ist so scheiße, der Typ. Der. Oh, ich gehe da richtig kaputt und normalerweise würde ich sowas nicht machen, aber ich muss das jetzt mal. Ich muss dieses Video machen, weil ich muss mich auskotzen. Der Typ ist ekelhaft. Das ist, also ich meine, das ist wirklich das Allerschlimmste überhaupt. Wisst ihr, wenn man jetzt irgendwie MyLab guckt oder so, die erklärt wenigstens was, die verlinkt Studien, die sozusagen, da merkt man, dass das eine Wissenschaftlerin ist. Wenn man was vom Lesch sich reinzieht, das mache ich auch nicht, aber ja, mein Gott, die geben sich wenigstens noch Mühe mit ihrem Content. Und die versuchen Sachen zu erklären. So mit erklären, das ist da so mit so, das ist deswegen, weil das und das folgt daraus und so. Der Typ. Ich glaube, das ist ein Bot. Ich glaube, das ist ein Bot. Nee. Kalan-Simanzik-Gleichung, mal ehrlich. Lächerlich. Ich meine, im Studium machst du, keine Ahnung, was war so der krasseste Shit so an Namen, die man so mal gehört hat? Klein-Gordon-Gleichung, Dirac-Gleichung, Bethe-Bloch-Gleichung. Ja. Und ich meine, das Euler-Lagrange, Hamilton-Prinzip, ja, das ist so hammermäßig, weil es sozusagen ein Prototyp für eine Weltformel ist. Das ist der Grund, warum das so geil ist. Da folgen die physikalischen Gesetze draus. Das ist einfach mal Meta. Das ist super krass. Theoretische Mechanik ist der Shit. Aber das erklärt er natürlich nicht. Echt jetzt? Und dann halt Legendre-Transformationen, dann kommt man irgendwie zu dem Hamilton-Gleichung und aus denen kann man dann eigentlich ziemlich gut erkennen, wie das mit den Erhaltungsgleichungen ist. Oder wenn man hier, wenn man sich den Landau-Band 1 durchliest, da steht, glaube ich, schon auf der dritten Seite, steht das schon mit der Impulserhaltung und der Energieerhaltung und so. Weil das folgt sozusagen aus Homogenität, Isotropie des Raums. Das ist ein nices Zeug, aber natürlich dieser Kanal. Boah. Ich muss ihn auf jeden Fall. Man kann man, es gibt ein Feature, das habe ich noch nie benutzt, aber man kann da irgendwo sagen, diesen Kanal bitte nicht wieder empfehlen. Das muss ich auf jeden Fall machen, ich sterbe sonst. Gerade dieses Video über das chinesische Zimmer gemacht und was ich da entdeckt habe, kotzt mich richtig an. Und zwar diese beiden Kanäle. Und da gibt es diesen einen, der heißt Entropie. Wissenschaft einfach erklärt oder irgendwo oder kurz erklärt oder. Und was diese Kanäle machen, da kriege ich richtig das kalte Kotzen. Wahrscheinlich ist der Typ ein Physiker. Und er macht Content, wo er diese ganzen Sachen macht, die so ein Physiker-Content macht, wie die PBS Spacetime und so. Und ich würde sagen, für Physiker ist das interessanter Content, weil sie was mit den Worten anfangen können, die da genannt werden. Aber natürlich richtet sich so ein Kanal nicht an Physiker. Der richtet sich an Konsumenten, die gerne dieses Gefühl hätten, auch mal was zu verstehen. Und die Videos, und das ist, was man bei diesen ganzen sogenannten Bildungsvideos oder wie auch immer sich diese Kanäle nennen, was man da immer hat, ist, dass sie so gemacht sind, um diese Illusion zu erzeugen, dass der Konsument auch immer wieder kommt, weil er sich denkt, oh, ich schaff's mir so hart drauf, ich bin so, bald bin ich ein Experte für Quantenmechanik. Aber ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der
Er hat mal ein halbes Mathestudium gemacht und ist auch sonst ein übelster Nerd. Und dem habe ich, der hat mich gefragt, ob ich ihm den Casimir-Effekt erklären kann. Und klar kann ich ihm den erklären. Aber wirklich verstehen. Richtig, echt verstehen. Tut man es erst, wenn man es mal durchgerechnet hat. Und witzigerweise habe ich den selber nie durchgerechnet, deswegen müsste ich mich da auch selber schuldig bekennen. Aber ich habe ihm den Nölting gegeben für theoretische Mechanik 1 und habe ihm gesagt, wenn er den durch hat, dann hat er die Mathematik und die Grundlagen, um dann Quantenmechanik zu lernen. Und wenn er Quantenmechanik vom Nölting auch noch durch hätte, dann hat er es. Okay? So wäre meine Herangehensweise. Aber das ist nicht, was diese YouTube-Kanäle verkaufen. Die verkaufen einfach richtig schnell komprimiert viele Worte, die fancy klingen, mit Stock-Images aufgeladen und Wohlfühlatmosphäre. Dass der Konsument diese Einbildung hat, er schafft sich was drauf. Aber ich sage euch was. Das nächste Video ist gleich um die Ecke. Da klickt man drauf und dann guckt man sich das nächste Video an. Und dann guckt man sich das nächste Video an. Und das ist, was der Algorithmus will. Hinterher haben die Leute schon wieder vergessen, was sie am Anfang geguckt haben. Weil man sich gar nicht so viel Wissen reinspritzen kann. Vor allem kann man das nicht, wenn man mit diesen Worten nichts verbindet. Und das ist ja oft so. Woher sollen die Leute diese ganzen Worte kennen? Und das kotzt mich richtig an. Das nervt mich. Weil das führt zu keinem Fortschritt. Das führt dazu, dass Leute die Illusion haben, dass sie einen Fortschritt sehen oder so. Aber das ist halt lächerlich. Das ist einfach falsch. Schaut immer unten in der Videobeschreibung nach, da werde ich meine ganzen Referenzen anbringen und insbesondere Verweise auf meinen englischen Kanal, wo dann sozusagen in Detail die meisten Sachen besprochen sind.